Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rabbids und Mario Sparks of Hope. Ja, ich habe euch zwar gesagt, wir wollen bei der Brücke starten, aber offensichtlich habe ich gesehen, dass man hier offenbar auch weiter kann und deswegen gehen wir erstmal hier lang. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Röhre, die sonst wohin führt. Ah, das wäre eine Abkürzung gewesen. Okay. Na gut, ich will trotzdem gucken, was bei den Brücken so alles ist. Oder ich kann so gar nicht da lang. Da geht's zum Gipfel. Wir gucken erst bei den Brücken. Ja, Leute, ich war da unten wieder und... Ja. Da ist ein Eisblock im Weg. So, dass ich da nicht durchkomme. Deswegen bin ich jetzt wieder hier oben. So, danke für die paar Münzen. Ich habe auf dem Weg den einen Typen da unten nochmal verprügelt. Oh, was für ein süßer Fuchs. Jetzt heißt es auf dem Berg. Okay, ich darf wieder durch eine Höhle. Ich habe einen Schnellreisepunkt gefunden. Boing. Boing. Okay, Zeit, das Teil zu bekämpfen. Eisiger Hauch des Winters. Dieser Finsterzeit-Tentakel im Mund der Maske ist der Ursprung dieses übernatürlichen Sturms. Okay. Wenn wir diesen Tentakel nicht sofort beseitigen, wird dieser Planet für immer in einem Sarkophag aus Eis eingeschlossen sein. Zum Glück hat nicht nur der Schwierigkeitsgrad der Schlachten zugenommen, sondern auch unsere Verbundenheit mit den Sparks. Von nun an kann jeder von euch einen zweiten Spark ausrüsten, bevor er in den Kampf zieht. Ach, jetzt darf ich auf einmal zwei nutzen. Ich dachte übrigens, dass da eine Filmsequenz kommt. Die Map sieht ja mal mega geil aus. Diese Statuen sind auf jeden Fall interessant. Was bist du denn für ein lustiger Spark? Alien. Ich will euch ja nicht unter Druck setzen, aber wenn ihr diese Schlacht gewinnt, kann ich mit euch diesen schrecklichen Ort verlassen. Sonst sitze ich hier fest. Hütet euch vor den Windstößen aus den Steinmasken. Passt eure Bewegungen genau ab, um nicht weggepustet zu werden. Zum Glück können sie zerstört werden. Also los. Auf drei. Fertig. Los. So, jetzt kann ich zwei Sparks ausrüsten. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch und das mache ich auch sofort. So, für Luigi... Würde ich sagen, ist der Astra Morgana generell sehr praktisch. Mario... Überlege ich gerade. Eventuell gebe ich ihnen den Biggie hier wieder. So, und ihr? Ihr gebe ich mal Aquarion. Dann kann ich die letzten drei, die ich hier habe, ja auch zuweisen. Frostbeulen geben wir mal ihr. Den zweiten Raser geben wir an Rabbit Mario. Und ihm geben wir dann halt den Reflexes. 11 habe ich. Mit der Schlacht habe ich dann 12, ne? Dann könnte ich in die eine Röhre auf der ersten Welt endlich mal gehen. Ich habe übrigens in der einen Schlacht, die ich erwähnt habe, auch mal Luigi geheilt. Am besten wäre als allererstes zum einen mal die Angriffskraft zu steigern. So, ich stelle mich mal hier hin. Ich warte, bis die Steinstatue gepustet hat. Dann nehme ich den Bomb um und schmeiße den in die Statue rein.
Eintagsfliege. So, die Statue, die nervt nämlich. So, es ist nützlich, wenn man so viele Fähigkeiten zur Verfügung hat. So, das trifft wahrscheinlich, aber... Oh, hat doch getroffen. So, das Ungesehen ist halt, wie gesagt, mega praktisch für Luigi. Ja, ich habe getroffen. So, dann erstmal so weit wie möglich nach vorne. Da ist jetzt keiner so in der Nähe, dass ich ihn abschießen würde. Ne, für die Bonbons will ich das auch generell nicht verschwenden. So, dich nutze ich mal für einen Teamsprung aus. Will ich die irgendwo reinwerfen? Ja, ich habe mich zu früh weggedreht. Ich würde gerade so den da oben wegdrängen. Wäre aber unpraktisch. Sind es die Sniper-Typen mit... Der eine ist auf jeden Fall ein Sniper-Typ. Mit dem Blick. Okay. Luigi, mach mal deine Sicht. Dann versuche ich den da wegzumachen. Dann versuche ich den da oben wegzumachen. Hat noch gereicht von der Reichweite? Ich überlege gerade, wie ich stehen will. Ich mache mir mal Feuer. Und mach den Sniper weg. So, sie kann ja noch. Dann mache ich den auch noch eben weg. Viel zu leicht. Und das lief doch bisher ganz gut. Die Schlacht ist eigentlich sehr einfach. So, nur der da stört. Ich habe zwei Wände im Weg. Und Luigi hat da tatsächlich noch getroffen. Okay, Luigi, hilf Rebella hier mal hoch. So, ich nutze mal den Spritzangriff. Ich treffe nicht den Sniper, aber ich kann die beiden da ganz gut treffen. Das Portal wegzumachen war jetzt gerade, glaube ich, eher eine dumme Idee. So, Luigi kommt auch so da hoch. Ich hätte ihn aber am allerliebsten hier so links auf der... auf der rechten Seite. Ich hoffe, ich kann nicht in der Luft anvisiert werden. Doch, kann ich. Ich hätte ungesehen machen sollen. Dann mach ich's jetzt. Also die peilen mich dann ja nicht an. Ich weiß halt nicht, ob das auf diese Fähigkeiten auch übergeht. Es war dumm von mir, das jetzt nicht sofort zu machen. Was ist eigentlich, wenn ich hinter einer dieser Blöcke stehe? Wir werden es nicht austesten können. So einfach, falls einer von denen näher kommt.
Weg aus deiner Deckung. Habe ich ihm gerade nur eine bessere gegeben? Nee. Ich habe ihn den Untergang angetan. Okay. Es wäre übrigens schlau gewesen, den Eisenblick vorher zu aktivieren. Rebella, komm ein paar Schritte näher. Kann ich nämlich beide nochmal boosten. Es ist mega praktisch, dass ich jetzt zwei Sparks mit mir schleppen kann. So, hier hinstellen, der ist safe tot, vielleicht kriege ich ihn ja auch. Schade. So, jetzt sollte er aber tot sein. Tatsächlich will ich jetzt Bomben aus dem Portal haben. Das wäre sehr gut. Sagt ich, während ich die Sicht noch aktiv habe. Mich interessiert einfach, ob ich hinter den Steinen weggeboostet werden kann. Kann ich hier weggepustet werden? Nee. Gut. Das ist ein sehr gutes Wissen. Was auch immer da rauskommen will, ich versuche es vorher wegzumachen. So, weg damit. Sind die überhaupt noch Gegner da? Ey, da oben, die wollen sich aber offenbar noch nicht bewegen. Hoch mit dir. So, erstmal gucken. Bella kann ruhig noch ein paar Schritte nach vorne. Den Bonbon abzuschießen ist gar nicht so dumm. Der steht da nämlich schon sehr gut. Damit Rebelle extra ein bisschen weiter wegstehen. Aber so, dass ich das, was rauskommt, direkt mit der Sturmklinge erwische. Dann mache ich das Portal da jetzt kaputt. Teamsprung ist schon aufgebraucht. Ich mache die Bombe kaputt, bevor die rüberwandert. Das ist ein sehr komischer Schusswinkel, aber es hat funktioniert. Luigi müsste da eigentlich sehr gut geschützt sein. Schön, dass die Bomben auch weggeblasen werden. Ja, das sind zwei von diesen... Nee, drei sogar von diesen ekelhaften Snipern noch. Armselig. So, Rebella als erstes. Ich habe wieder die Stärkung verfügbar. Es kann eh keiner gerade da vorne hin. Außer Luigi kann den jetzt... Nee. Ich hoffe, die Deckung geht kaputt. Ein Sprung wäre ganz dumm. Ich hätte eventuell die Wasserfähigkeit nutzen sollen. Komm, bitte, triff! Ah. Ja, oh na. Ist richtig. Ich glaube, eine von den Bonbons wurde zu mir runtergepustet. Nee.
So, jetzt habe ich die Chance, gerade nach vorne zu kommen. So, machen wir mal den Bonbon da weg. Wäre richtig schlau, wenn ich jetzt einen von den beiden da hochsetze. Ich lasse Rebella da hoch. Warte mal, das können wir ganz schlau machen. Tschüss. Dann machen wir die Schockwelle. Weil dann machen wir direkt alle in der Nähe weg. So, den Bonbon vernichten wir auch. Eintagsfliege. Dann können wir jetzt erstmal weiter wandern. Ich müsste mal echt ausprobieren, ob dieses Ungesehen gegen die Fähigkeiten hilft. Mit dir muss ich den Sprung machen. Am besten so weit nach vorne wie möglich. Ja, nur auf den bitte. Ja, ich hätte Feuer aktivieren sollen. Ich auch null drauf achte auf diesen Dreckswind, ne? Muss ich so hinstellen, dass ich noch treffen kann. Aber egal wie ich es mache, ich kann den da oben nicht treffen. Mach ich den Bonbon weg. Ja, sie hat auch keine Reichweite mehr. Na gut, so extrem weit kann er jetzt auch nicht ballern. Der hat ungefähr dieselbe Reichweite wie Luigi. Ich muss die Bomben auch teilweise für mich arbeiten lassen. Weil ich sie darüber vernichte. So, schnell hinter den Stein. Mario, du am besten. Verdammt, zu früh. Das war schlechtes Timing. Vielleicht kriege ich ja zumindest das noch hin. Ich kann eventuell mit dem Teamsprung noch nach vorne kommen. Ja, ich komme damit dahin, wo ich eigentlich hin wollte. So. Ich habe noch einen Aktionspunkt übrig. Dann mache ich die Sicht an. Jetzt muss ich mich nur noch mit Luigi gut positionieren. Treffen tue ich wahrscheinlich gar keinen. Nee. Kann nur wenden. Die Scharfschützen in diesem Game sind ultra nervig. Ich muss das jetzt mal ausprobieren, ungesehen. Bin ich damit vor den Fähigkeiten sicher? Ja, ich kann dann weiterlaufen. Das hilft ungemein. Weiter jetzt hier komme ich aber nicht. Okay. Ja, einen Schuss muss ich kassieren, sonst käme ich hier nicht weiter.
Klar, dass die toxische Welle nicht bis nach da oben geht. Schnell hinter den Stein. Ich sollte aber trotzdem mit der Sturmklinge treffen, wenn er sich jetzt bewegt. Muss er ja auch, weil Luigi kann er nicht anpeilen und die anderen trifft er nicht. So, jetzt mache ich den erstmal platt. So, ab nach da unten mit dir. Wo man die Jenny auch mal treffen kann. Tschüss. Es wäre schön gewesen, wäre er zu seinem Kollegen gerannt. Aber das muss ich mir merken, diese ungesehene Fähigkeit, die ist wirklich mega praktisch, vor allem für Luigi. Weil er dann nicht in dieses Scharfschützenfeuer gerät. Damit hätte ich rechnen müssen. Okay, ihm machen wir Safe platt. Ich bin noch ungesehen. Er kann mich nicht anvisieren. Erstmal das kaputt machen. Mit Mario greife ich die Statue an. Ich werde halt gerade nur verhindern, dass der Bombomb jetzt in mein Gesicht kommt. Ich habe sogar noch die Wand getroffen. Cool, meine Sequenz mit Luigi statt Rebella. Ausgezeichnete Arbeit. Das war eine schöne Filmsequenz. So als wäre dein Großvater ein Schneemann und gäbe dir einen Kuss. Jetzt ist das Eis geschmolzen. Wir sind hier aber noch nicht fertig. Jetzt, da der Sturm vorübergezogen ist, registriere ich ein ungewöhnliches Energiemuster dort bei dem Palast. Vermutlich noch so ein finster Zeittentakel. Wir sollten nachsehen. Es könnte sein, dass sich der Wächter dieses Ortes nicht weit von dort entfernt aufhält. Kann sein. Da ist ein Pfad, der uns geradewegs den Berg hinunterführt. So erreichen wir den Palast, von dem Genie gesprochen hat. Mich interessiert, wo die Röhre hinführt. Außerdem sind durch das Schmelzen des Eises neue Gebiete auf dieser Seite des Berges zugänglich geworden. Wir sollten sie erkunden. Ja, das Erkunden, das machen wir gegen Ende dieses Gebietes. Epo-Kumpel, der richtige Sturm hat gerade begonnen. Ich habe gerade die weibliche Stimme verkackt. So, Stufe 13 haben wir mit allen. Und wir haben einen weiteren Spark bekommen. Was kann der denn? Oh, Elektroangriff. Eigentlich ist es sogar typisch Luigi. Ja, Eis kann ich hier halt null gebrauchen, ne? Ich mach mal bei Peach Elektroangriff, weil das eigentlich ziemlich praktisch wäre. Die hat ja so einen breitflächigen Angriff. Mir fällt übrigens jetzt gerade noch ein, dass ich die Sparks ja jetzt, glaube ich, jetzt aufleveln kann. Nee, Stufe 15 brauche ich dafür. Ihn muss ich noch aufleveln. Wollen wir schon auch die ersten Elektro-Gegner übrigens, ne? Die werden dann überhaupt nicht nervig.
Und bevor wir hier weitermachen, wir können doch jetzt vom Prinzip her im ersten Gebiet, weil wir müssten doch jetzt eigentlich 12 Sparks haben, die eine Röhre betreten und da das Endzeug erkunden können. Ah, hier für die Röhre hin. 4 Münzen brauchen wir noch. Mann, ist die Turboklinge edgy. Ich gebe auf jeden Fall meine Münzen jetzt mal für ein paar Pilze aus. Der Rest ist mir eigentlich sowas von egal. So, kann ich von hier aus dahin zurück oder muss ich... Nee. Ich fliege eben kurz zum vorherigen Planeten zurück. So. Mit unseren 12 Sparks sollten wir hier doch jetzt reinkommen. Rein da. Erwartet so ein Mega-Ding. Ah, das ist ein Goomba, das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen. So, der Mega-Goomba. Okay, ein wirklich gigantischer Goomba. Wir haben nur einen einzigen Gegner. Nee, da sind noch zwei kleine. Okay, der hat irre viel Leben. 11.000 hat der. Ich nehme mal statt Mario Rabbit Peach und gebe ihr mal eben kurz einmal ihn. Und sie hat noch Protektor. Zusätzlich ist sie ja Heiler. Weil ich werde sie als Supporter dabei haben. Den kann ich doch eigentlich vom Prinzip her gar nicht verfehlen. Warum hat er denn so viel Leben? Raus aus deinem Versteck, verdammt. Auch noch ein Scharfschütze. Ja, die größte Frage ist, ob ich überhaupt down kriege. Ja, den Support machen wir sofort, nachdem die Sniper weg sind. Ich will mir den Schaden auch für den Großen aufheben. Ich glaube, ich sollte nicht bedingt in den Nahkampf mit dem ziehen. Die Frage ist, ob wir den jetzt überhaupt heute down kriegen. Kann sein, dass ich dafür erstmal leveln muss. Um Gottes Willen, der macht Verteidigung kaputt. Okay. So, ich nehme mal die Unsichtbarfähigkeit, dann kann ich mich nämlich offen ins Feld stellen. Dann machen wir auch noch den Booster für alle an. Ich muss meinen Angriff echt auf den konzentrieren. Am besten so weit weg wie möglich. Weil je weiter weg, desto mehr Schaden macht Luigi. Und ich sollte echt nicht in den Nahkampf ziehen. Bei dem Großen da. Ich hoffe, dass er wenigstens kaum Schaden macht. Das Gute ist, dass er wenigstens auch langsam vorankommt, soweit mir das aufgefallen ist. Also der hat sich nur so 3 Felder weit wegbewegt. Mehr Sorgen machen mir die Scharfschützen. Weil ich verliere ja durchgehend ein bisschen was an Deckung. Baby Peach, hilf mal so weit es geht darüber, bitte. Was
So. Ich treffe alle damit. Ich habe gar nicht geguckt, hat der irgendeine Schwäche? Okay, den kann man nicht rasereien und er ist natürlich immun gegen alles. Aber wenigstens sind die anderen alle vergiftet. So, ich konzentriere mich wirklich auf den Großen. Wenn ich so weitermache, müsste ich den eigentlich down kriegen können. So, tschüss. Ich wollte eigentlich den Großen damit treffen, aber... ja. Gut, dass ich die Verteidigung gegeben habe. Okay, wenn er mich berührt, ist Insta-Death. Okay. Schön, das jetzt auch zu wissen. Okay, der trifft trotzdem, auch wenn ich ungesehen bin. Ich kann die Schlacht nicht mehr gewinnen. Ich mach dann mal eben kurz, dass wir aus der Schlacht raus sind. Weil die Schlacht können wir nicht gewinnen. Okay, Leute. Den Kampf konnten wir nicht gewinnen. Beim besten Willen nicht. Da müssen wir entweder Schwierigkeitsgrad einen runtergehen oder wir müssen stärker werden. Ich habe gar nicht geguckt, was ist dieses Sonnenaufgangsritual. Klingt auch nach einer Aufgabe, wie wir eine Planetenmünze kriegen. Wo ist das denn? Genau hier in dem Haus. Was ist denn da drin? Oh, ein Wahrsager-Rabbit. Ihr seid verloren, verloren, verloren. Keine Gutscheine. Ihr seid verloren, wenn ihr... statt Madame Borstellas Dimensionsrestoren eine andere Portalkette wählt. Auf eigene Gefahr. Wenn das Abenteuer ihr sucht, erwarten euch jenseits des Portals kolossale Kämpfe. Wählt euer Team mit Bedacht. Okay, Herausforderungskämpfe nehme ich mal an. Die mache ich später. Na gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.